Wahrscheinlich war das alles anders. Der ich bin der Oberpatriarch, ich weiß. Der hat sich selbst im Keller verbuddelt. Ne? So wie der Walter in. Ist das jetzt ein Spoiler, wenn ich sag, was der mit sich angestellt hat? In Silent Hill 4. Keine Ahnung, sagt. Ja, vielleicht schon. Ja, der hat sich halt auch selbst ans Kreuz genagelt und sich mit einem offenen Kühlschrank kalt gehalten. Das war so ein bisschen in Henrys Wohnung, der das nicht gemerkt hat. Guck dir doch mal nochmal im Boden an, ob hier noch irgendwo was ist. Ja, da ist wieder der gleiche Text. Das hier sind die Gebetsbänkchen. Das ist hier so ein Treppchen zum Hochgehen. Ne, nirgendwo. Da ist so ein Treppchen zum Hochgehen. Ja, da ist eine Treppe, aber kann ich da hin? Schön, dass die Musik dann auch gleich so... La 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 la. Quetsch dich, du. Ah, nur noch mehr. Ah. Das ist der Rest der Familie. Ach, so ist das ja auch eigentlich, oder nicht? Ja, dass die ja, da so oben ist erst so zum. Ist aber ein, hier ist ein kleiner zum Trauern. Und dann kommen unten die Familien. Und unten kommt die, dann kommen die unten rein, damit die da hier verrotten. Der sagt, da stehen offen mehr Nameplugs. Der ist ein bisschen offen, ne? Der Bereich. Doch, dann mal hin. Guck, wie gesagt, da sind auch weitere Namensfleckchen und der Sarg da oben sieht relativ klein aus, der ne? Ist ziemlich meinst du klein. Ich mach da mal einen Schritt rein. Whoop! Ich glaube, ich gucke jetzt erstmal hier. This coffin was half opened and I horrified to glimpse the remains of the dead set in strange. Aber man sieht jetzt nichts, also gut, aber er will. Was? A dead cat? Ach so! Ah. Da ist eine tote Katze drin. Hat aber sehr viel Platz. Den kannst du betatschen hier. Den kann ich betatschen. Was haben wir denn da unten? Most of the planets were too badly ordered. Okay, da ist irgendwie bla. Engelson liegt da. Da liegt noch ein Blackwood. Seeing the dot body inside the crib had enough. Okay, er will jetzt keinen Sarg mehr aufmachen. Was haben wir denn da? Alfred B. Blackwood. 1800 bis 1871. Most of the... Was kann ich da? Seeing the end. Er will jetzt keinen Sarg mehr aufmachen. Den auch nicht. Even though it was better shape in the rest, the good one. Was? Es war zu dunkel? Da steht irgendwas R 1964 bis 1964. Das ist der Sarg von dem Kind. Robin. Ja. Und R war anscheinend. R ist der tatsächlich Robin. Ja. Aber was kann ich denn da machen jetzt? Ist das hier. Mach mal Wischi-Wischi. Lappen. Ja. Du kannst aber auch nichts damit verwenden. Ne? Das didn't ist get Guck mal, das Fahrrad. Ansonsten. Ich bring mal eben das Fahrrad hier runter. Oder ansonsten ein Streichholz direkt damit benutzen, so davor halten. Ja, hätte ich eigentlich schon längst mal gemacht, aber. Ich bin kein Pyrotechniker. Oh. Sieht das immer dran, als würde man das dann anflammen, ne? Ja. Dass man das einfach nur davor hält, um mal zu gucken. Benutzt mal das Brecheisen mit dem Sarg. Benutzt mal das Stethoskop. Wenn es Kratzgeräusche macht. Ah, das hat leider keinen Sinn gemacht mit der Brechstange. Schade aber auch. Da sind wahrscheinlich überall nur tote Katzen drin. Der Typ war ein Vampir, der hat hier nie wirklich Familie gehabt, die hier verreckt ist. Das hat er immer nur so getan. Als ob. Lauter tote Katzen. Ja, besser als im Kühlschrank. Also ich glaube, hier kann ich das jetzt erstmal... Ich guck nochmal oben. Ich muss irgendwoher Licht kriegen, weil er das sonst nicht erkennen kann. Kannst du die Dinger da nicht anmachen? Hier, da sind keine Kerzen drin. Oder? Nö. Warte mal, guck dir aber hin. Nee, das ist wegen der Treppe. Achso, weil du hier runter gehst, ja. Guck dir nochmal die. Kannst du oben nochmal die Plaketten dir angucken? Ja, jetzt ein Dinner Date. Hat es auf jeden Fall Kerzen. Ja, und Alkohol. James T. Blackwood. Das erste kann ich nicht lesen, bis 1963. Catherine Blackwood, 1910 bis 1963. Da ist nichts. Katze. Warte mal, ey. Ich finde, dieser Stein sieht voll komisch aus. Ja, aber den kann ich nicht. Kannst du nicht? Nee. Okay. According to the... Die Hand war jetzt so da. Guck jetzt nochmal. Die Hand war gerade da wie greifen. Meinst du das? Das hatte ich eben. Das ist der Fall zum Rausgehen. Geh mal etwas tiefer noch. Geh mal etwas tiefer. Irgendwo war hier... Ich spinne doch jetzt nicht. Nee, okay, ich spinne. Das ist... Loop, 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 loop. Nee, sah vielleicht wirklich nur so aus in dem Moment.
Manchmal sieht man den Finger nicht, der nach unten zeigt. Das ist der Finger, der... Da! Doch! Ja, doch. Okay. Ich hab ein Steinchen. Das war aber nicht da drauf. Darum war das so komisch. Ja. Das ist aber kein Stein, das ist eine Kugel, oder? Ich meinte doch, ich hätte da irgendwas gesehen. Ich finde hier so nützliche Sachen. Was sag ich denn hier mal dazu? Ja, an ordinary rock. Schön. Oh. Den fand ich so schön, den habe ich mal mitgenommen. Ja, den hauen wir der Alten jetzt in die Fresse hier. So, Alte, kriegst du jetzt noch ein Steinauge? Nein. Kann ich der vielleicht den Kiefer brechen? Auch nicht. Alter, what the fuck? Ja, ich probiere jetzt einfach mal, ich öl die mal vielleicht. Here, have some lube. Zählt. Aber da kommt, I didn't have the need to take anything from this body. Das ist doch komisch, dass der da einen eigenen Text für kriegt, oder? Das wäre ja jetzt, it wasn't useful oder so, wäre jetzt irgendwie, finde ich, angebrachter gewesen. Was? Also, ich müsste nachher noch irgendwas mit dem machen. Wahrscheinlich, ja. Also, ich habe jetzt versucht mit der Zange und dann sagt er, ich muss von diesem Körper, hier brauche ich nichts. Und das ist irgendwie so, dass sie dafür einen eigenen Text gemacht haben. Finde ich jetzt ein bisschen komisch. Ich polier dir mal die Fresse. Guck mal. It was clean enough. I don't think so. ja, ich könnte ihr ein Streichholz in den Rachen schmeißen. Ich, weißt du was? Mal die Lungenfunktion abhören hier. The idea was amusing, but then I would have screamed my guts off. Aber ich hätte geschrien, wenn ich... sagt er auch, aber ich hätte, glaube ich, geschrien, wenn ich tatsächlich was gehört hätte. Ach. Super. Aber cool finde ich dieses Jahr, die Idee ist ganz nett. Ja, ja. So, Mr. James T. Blackwood. Was sagt er, wenn du guckst in den Sarg? This coffin was completely empty. Legen wir mal einen Stein rein. Nein. Blümchen. Nee. Das ist eine Beere, so. Naja, das war die einzige Blume, die ich gerade finden konnte. Nicht wählerisch werden jetzt. Nee. Ja, ich... War noch was? Nee, unten war auch nichts mehr, ne? Nee. Gut, wir haben jetzt ein Steinchen. Wo könnten wir denn ein Steinchen gebrauchen? Und wir haben wieder was gesehen. Ja. Aber das war ich empty war. After leaving the crypt, I stopped to think for a second. I only found one body inside, but there were two. Also, ne, zwei Särge. Something was out of place here. Ja, wo hat er denn eigentlich seine Ische da verbuddelt? Ist das da irgendwie... Vielleicht brauchst du dafür nachher die Schoppel. Wahrscheinlich, ja. Oh Gott, dann buddel ich die aus. Aber dann, das würde ja heißen, dass sie doch oben liegt. Ja. Warte mal, was war jetzt noch, genau, und wir wollten noch irgendwie uns das, die Plakette von dem Kind angucken, ne? Ja, was aber nicht geht, weil wir da Licht brauchen. Ja. Vielleicht kommt er ja jetzt auf die glorreiche Idee, dass er das Licht überhaupt braucht. Vielleicht war das vorher mit dem Dynamo so ein bisschen, Ja, das stimmt. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da Fahrrad mitnimmt. Nee, das ganze Fahrrad nicht, also wenn, dann höchstens den Dynamo, aber wie kriegt man... Weißt du, erst vom alten Schepper... Weil der dann überall ich würde das Fahrrad ja eher nehmen und hier abhauen, so ist das ja nicht, ne? Wir haben ja auch noch den Spiegel oben. Warte mal, kann ich da irgendwas... Kann ich einen Stein ans Fenster werfen? Super, was bringt's? Kann ich nicht. Was kann ich denn mit dem Stein machen? Abwarten. Ich will nicht abwarten, ich will Ergebnisse. Ich schlag jetzt einfach hier sämtliche Türen und Fenster ein. Super. Ich werf die dem Typen unten im Keller am Kopf. Ich geh da nochmal runter und wenn der kommt, so bang. Dann liegt er da, knocked out und ich bin, Dann weiß er definitiv, dass du da bist. Ich mach den Stein jetzt kaputt. In der Kaffeemühle. Qualitätsware hier. Zack. That wasn't useful. Ach, komm. Ich muss ja auch noch irgendwas mit dem Spiegel machen oben. Da ist ja noch der Spiegel. Ich glaube, die würden dafür Hints geben. Du kriegst hier gar keine Hints. Ich könnte die Hints echt keine. Nee, das war aber echt stellenweise, war das so. Durch Zufall. Oh, das konnte man jetzt hier was machen oder so. Das war echt nicht. Also, wenn du dir die anderen Let's Plays anguckst, da, ne? Du kriegst auf nichts einen Hint. Du kriegst das echt nur durch Ausprobieren raus. Also, das ist schon. Vor allem die Reihenfolge, in der dadurch, dass du dich die ganze Zeit in dem Haus bewegst und eigentlich alles relativ früh zugänglich ist in dem Haus,
findest du unheimlich viele Sachen, mit denen du gar nichts anfangen kannst. Ich habe zum Beispiel das Stethoskop, ne, hatte ich total lange schon bei mir, ohne dass ich das irgendwie gebraucht hätte. Ach. Vielleicht kann ich ja in den Zeitungsartikeln, aber nee. Da irgendwie eine Todesurkunde von der Alten mit dabei ist oder sowas. Ja, ich meine, jetzt hast du beispielsweise mehr Namen, mehr Daten. Vielleicht kannst du noch mal was finden. Ich wusste auch vorher, wie die hieß. Warte mal, hörst du hier den Dings? Der ist ja aufgehangen. Hm. Kannst du irgendwas damit machen? Abschrauben, vielleicht. Na, geht das? Gut, da passiert was. Zack, was ein Spiegel. Spitze. Was ist mit dem anderen Spiegel hier? Hä? Was ist mit dem anderen Spiegel hier? Aber doch noch einer, oder? Ja, aber die sind alle fest, da sind mehrere. Da ist der, dann ist der, den man da hinten im Spiegel spiegeln sieht und da. Ich glaube, hat's mit denen nichts auf sich. Nee, das habe ich schon probiert, als ich den Spiegel hier gefunden habe. Ja, jetzt habe ich einen Spiegel. Schick. Jetzt habe ich einen Spiegel. Wo hat der denn seine Ische da verbuddelt? Das wäre ja eigentlich auch mal interessant zu wissen. Dann könnte man an der Stelle ja mal gucken. Vielleicht kommt er dann auf die glorreiche Idee, dass er die Schaufel braucht oder so. Ich finde hier immer die Glühbirne toll. Ja, super. So, ich gucke jetzt hier nochmal. Habe ich da irgendwas Neues? Nee. Kannst du nicht noch irgendwie den, wann die gestorben sind, da gucken? Die 63? Nee, leider nicht. 61 kriege ich hier nur zur Auswahl. Hm. Doch, 63, da! Hm. Ach nee, das ist das. Das ist das Gleiche. Mit der, Miss Mariani, die das da irgendwie gesehen hat und so weiter und so fort. Hm. Ich rufe Jerry jetzt an. Habe ich ihn heute überhaupt schon mal angerufen? Nee. Nicht? Ich habe versucht, die Barbara anzurufen. Der ist doch unterwegs. Ich glaube nicht, dass du den auf dem Handy erreichst. Ruf ihn auf dem Handy an. Glaube ich nicht. Der klingt nicht so wie ein Typ, der ein Handy hat. Der hat ein Handy. Aha. Das habe ich mir irgendwann ganz am Anfang mal notiert. Nur ist da keiner rangegangen. Handy. Also bitte. Ach. Ist ja gar nicht so groß wie ein Kühlschrank, aber er hat ein Handy. So posch ist er also. Da oder da? Ich glaube hier. Wahrscheinlich die falsche Seite. Nein, ist richtig. Lalala. Lulululu. Ja. Sherry, mein Freund, jetzt ist er ja auch noch gar nicht losgefahren. Dann erwische ich den jetzt dabei. Ey, Alter, wolltest du nicht vor 2 Stunden hier sein? Yes. Sherry, oh my god, only one body, what the fuck? Kommt. Er hat Verspätung. Oh.
haben jede Menge zu erzählen, ne? Ja, Moment. Also, er hat ihm jetzt gesagt, dass er fest überzeugt ist, dass derjenige, der hier im Haus sich herumtreibt, oder da unten sich herumtreibt, Mr. James T. Blackwood ist, und zwar höchstpersönlich nicht als Geist, sondern lebendig, weil er der Meinung ist, dass der Arzt, dieser Dr. Milton, der ja ein guter Freund von dem war, also dass der Blackwood-Typ seine Ische und eventuell auch sein Kind umgebracht hat und daraufhin sich von dem Arzt seinen eigenen Tod hat vortäuschen lassen. Also nicht, ne? Nicht, dass er selbst geglaubt hat, er wäre tot, sondern dass der Arzt bescheinigt hat, er wäre tot. Und dann irgendwie in diesem Haus weitergelebt hat, ohne dass das irgendjemand wusste. Und er hat das jetzt auch damit begründet, dass er, ja, ich habe in die Särge geguckt und ne, da ist nur der Körper von der Mrs. Blackwood und nicht der von dem James, der fehlt nämlich. Und dann sagt er auch hier, ja, bist du bekloppt, jetzt hier in Särgen rumwurschteln und so, was kommt denn als nächstes, ne? Und ja, der glaubt uns also nicht so wirklich. Immer noch. Mhm. Aber er ist jetzt hier überzeugt und er hat uns jetzt ein Datum genannt. Und zwar hat er gesagt, dass er im Juni 1963 verstorben ist, der Mr. Blackwood. Ah, ja. Das wäre ja dann schon mal eine Neuigkeit. Das hatten wir ja, glaube ich, noch nicht. Ne? Wir wussten nur 1963, aber nicht den Monat. Ja. Da gehen wir doch nochmal gucken, hier oben auf dem Dachboden. Yippie-yay-yay. Ah, das ist jetzt das Meer, ne? Ja. Juni 1963. Aber das ist die Information, die noch gefehlt hat. Ja. Okay. Following the shocking news that became of public knowledge last week, we must now inform about the sinister outcome of the story that has been in the mind of every citizen of our town these past few days. Mr. James Blackwood has died at the age of 56 due to a heart attack because of the pressure and stress caused by the blah, irgendwas, ne? Weil die, ach so, wegen den Anschuldigungen von der Mrs. Eva Mariani, former maid of the family. This puts a sudden end to the case deferred by the authorities. Police Chief William Bailey said, "It saddens me that Mr. Blackwood was never brought to a proper trial. No matter what kind of excuses could be possibly made, the death of Mrs. Catherine Blackwood is a fact. I'm fully convinced that he was guilty. Dr. Christopher Milton is said to be... Oh, da steht was. Said to be taking care of a funeral that nobody will attend, and all the belongings of the Blackwood family are now in his possession. Silently, Rothbury returns to a daily life, returning the paper over one of its darkest chapters. Many will wonder in the years to come what really happened inside Blackwood Manor." Und dann steht da eine Handynummer, und zwar ist das Bailey 01665-65217. Die schreibe ich mir mal eben auf, falls der da schon wieder nicht... Eine Handynummer, das kann ja nicht in den 60ern dahin geschrieben werden. Nee, das muss auch später, also die ist handschriftlich da reingekritzelt worden. Ja, also, ja, aber das kann ja auch nicht, das heißt, da muss später jemand in dem Haus das da reingeschrieben ja, haben. Ja, eigentlich schon. So. Das muss ja jetzt irgendwie kurz vorher gewesen sein. Okay, das da unten ist ein anderer Artikel. Ja, dann geben wir die Nummer. Wer war Bailey jetzt nochmal? Bailey ist der Polizist, der damals gesagt hat, schade, dass wir den nicht verhören konnten und dass er vorher verstorben ist. Macht natürlich Sinn, ne? So entgeht man natürlich einem Prozess. Der ganze Besitz ist an den Arzt übergegangen. Ja. Hat der den etwa im Keller versteckt und da ab und zu mal gefüttert, oder was? Was war denn nochmal im Safe, die Unterlagen? Das war, oben muss ich nachgucken. Das wäre jetzt mit dem Wissen ja dann auch nochmal interessant, was da steht, vielleicht. Ja. Ach, das war hier. Ich meine, das wäre die Rechnung für den Anbau gewesen. So, das ging an Mr. James T. Blackwood im November 1960. Und das war hier, genau. Das war
To furnish all equipment, materials and labor to the complete, to complete the construction on the second floor of Blackwood Manor, bla 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 bla. Okay. Ja, das war irgendwie hier diese Baugeschichte. Wobei ich glaube, damit haben wir auch noch nicht so wirklich viel anfangen können. Ich weiß aber nicht, ob die irgendwie eine Unterinfo wieder ausgelöst hat, die wir dadurch gekriegt haben oder was auch immer. Ich versuche jetzt die Nummer anzurufen. Ja, das ist ja auch... Okay, das macht natürlich Sinn, dass sie ja nicht weitergemacht haben, wenn die dann alle dood waren. Ne? Ja, ja. Aber das ist auch eine hohe Summe, die da verlangt wurde, ne? Also wahrscheinlich hat er das dann auch nicht mehr gezahlt. Also, und die haben eher deswegen aufgehört, nicht weil die tot waren, sondern... Another number! So, jetzt geht's wieder los. 0. 1. 6. 6. 5, 6, 5, 2, 1, 7. Klingel. Who is this? Oh, der klingt aber alt und krank. Ja, ist auch schon ziemlich. Oh, tell me this, tell me that. I beg your pardon. I mean Catherine Blackwood's body, but in the garden now. I guess since they can't put the investigation. We never managed to set one foot in Blackwood. What kind of bloody gentleman's tie is that? Oh, aren't you the Wait, this doesn't make any sense. Uh-oh. Glaube. Okay. Ja. Also, wir haben jetzt den ehemaligen Polizisten angerufen. Mhm. Und den mit so einigen Fragen gelöchert. Zum Beispiel, er wäre ja an dem Fall beteiligt gewesen. Und was hat die Hausangestellte damals wirklich gesehen? Und die hat wohl berichtet, dass sie den James Blackwood gesehen hat, wie er seine Frau mit aufgeschlitzter Kehle im Garten verbuddeln wollte. Und die Polizei hätte das wohl zwar alles aufnehmen können, aber die konnten nie irgendwas gegen ihn tun, weil er halt ziemlich reich war und dadurch auch ziemlich mächtig. Es wurde nie eine Autopsie an der Leiche durchgeführt. Mhm. Und halt kurze Zeit, nachdem er dann doch verurteilt hätte werden sollen, weil es wohl ziemlich offensichtlich war, dass er es gewesen ist, auch ne, trotz der geringen Beweislage und so weiter und so fort, ist er halt verstorben. Und der ehemals beste Freund hat ihn dann als tot bescheinigt und so weiter und so fort. Interessant ist allerdings, dass die Leiche von Catherine Blackwood nie exhumiert wurde. Hm. Was bedeuten würde, wenn der Sarg leer ist, dann ist es wahrscheinlich, ist es der James Blackwood, der da in dem Sarg liegt, als Leiche von Catherine Blackwood. Mhm. Und die echte Catherine liegt noch irgendwo im Garten verbuddelt. Hm. Okay. Ja. Also eher nicht, dass noch einer von denen rumläuft, sondern... Also, das hat er jetzt so nicht gesagt, aber das denke ich jetzt. Also, auf jeden Fall sagt er, die Leiche wurde nie aus dem Garten rausgeholt. Weil die nie irgendwie einen Fuß in das Anwesen hier setzen konnten. Konnten die da auch niemanden rausholen. Mhm. Und das bedeutet ja, wenn es eine Leiche gibt, dann kann es nicht sie sein. Dann muss es irgendjemand anders sein. Mhm. Jetzt ist die Frage, was mache ich als nächstes? Ich könnte jetzt natürlich mal eben nochmal den... Jerry! Ja. Ich nutze das mal ganz kurz, um ins Bett zu gehen. Ja, Moment, ich mach... Ah, okay. Nee, dann beende ich jetzt auch an der Stelle. Ist ja schon wieder spät. Mhm. Okay. Ich nutze das mal ganz kurz, um ins Bett zu gehen. Bin gleich wieder da. Ja. Okay, nee, dann speichern wir jetzt mal an der Stelle. Ja, da sind wir ja schon mal ein gutes Stück weitergekommen. Ja. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Bin etliche Nerven erleichtert. Naja, nicht unbedingt. Mal gucken. Sind durchgebrannt.